Puh, das war eine Geburt. Dann habe ich geplant jetzt 1, 2 Stücke, 1, 2, so. Dann sammeln wir jetzt mal kurz ein bisschen Sand. Aua. Habe ich ja hier ein bisschen. Dann machen wir direkt Glasscheiben. Die Musik ist wieder mega laut. Keine Ahnung warum. Und dann sieht es jetzt fast aus wie ein Haus. Oh, das war jetzt wirklich eine Geburt. Ich dachte nicht, dass das so lange dauern würde. Dass ich mich so oft verbauen würde. Nein! Weg damit. Weg mit der Schaufel. Dann gab es ja diese Glasscheiben. Da hast du nämlich wieder eine Tiefenänderung. Das ist nämlich sehr gut. Muss man mal gucken, wie die gehen. Das weiß ich nämlich nicht. Aber ich schätze mal, man macht Glasblöcke und macht daraus dann Glasscheiben. Ist jetzt mal mein grober Gedanke. Haben wir. Das sollte wohl reichen, 2 Stacks. Da wird jetzt kein Pavillon. Wir haben sogar 3 Stacks. So. Sortieren wir nochmal irgendwie alles raus erstmal. Gut. Ich habe auch Durst heute. Was wir des Weiteren schon mal machen können, sind Fenster. Ne, das sind Türen. Davon kann man auch zweimal nehmen. Ne, das sind auch nicht. Wie gingen da die Dinger? Nee, wo ist es hin? Da? Nee. Sind die hier aus? Nee. Hatte ich das nicht genauso? Oder doch, hatte ich doch, ich sehe. Was so. So, und wie geht ein Glasscheiben? Glaspanels. Da ist der Top. Doch ein, falls ich gedacht habe.
Dann machen wir mal noch ein Fenster hier irgendwo rein. Oder auch zwei. Aber, naja, jetzt ist der Holz weg. Der Holz. Was ist denn heute mit meiner Aussprache los? Noch hier 1, 2, das passt nicht. Braucht es aber auch nicht. Kann man noch irgendwas anderes aus Sand machen, außer Glas? Fällt mir gerade ein. Weiß ich gar nicht. Warum komme ich da nicht hoch? Könnte man nicht ein hochspringen? Oder ist das hier nur ein halber Block mit dem Bett? Aber jedenfalls kann ich auch drei weit springen, sage ich doch. Hinten brauchst du ja nicht unbedingt ein Fenster. Ich komme eh nicht mehr drauf, das geht mir auf die Nüsse. Was ist das? Da ist doch irgendwie ein komischer Federungseffekt, oder nicht? Da sage ich doch, das ist ein Federungseffekt. Das heißt, du darfst davon nicht abspringen vorher, wie du normalerweise machst. Da machen wir noch eins hin, oder? Ja, mal gucken. So. Dann. Ich echt zu viel, sind schneller. 2, das reicht mir aber nicht. Nochmal 2. Das ist ja schon nicht schlecht gemacht. Ich gehe mir auf die Nüsse. Türen, die kommen hier hin. Jetzt die Frage, wie rum? So rum oder so rum. Warum gibt es denn kein Mittig? Das sieht voll behindert aus und so weit hin. Machen wir hinten den Garten gegebenenfalls und machen hier dann irgendwie die Hintertüren. Weiß ich nicht. So. Naja, hier. Ah! Ein Loch. Wo kommt das denn her? Top. Das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Einmal von vorne kurz gucken. Davor kommt natürlich noch ein richtiger Eingang. Oder ein Aufgang. Mit dem Steinmaul. Protected gegen Angreifer. So. Dann bauen wir kurz ein paar Kisten. Dass wir direkt umsiedeln können, die Sachen. Nee, so, ne? Erstmal die Kisten hier. Doch Mann! Nervt mich das alles. Erstmal rein. Erstmal alles rein. Dann mal gucken. Was eigentlich noch fehlen würde in Minecraft, meiner Meinung nach, irgendwie sowas wie richtige Hordenangriffe. Dass ab und an die Zombies halt kommen zu dir und
dich auch richtig angreifen. Wo du halt lebst und so. Immer da draußen, ich habe kein Interesse mit ihnen zu spielen. Wo ist mein Schild? Mal kurz schlafen, damit es ein bisschen heller wird. Hoffentlich spawnt kein Zombie. Das sollte, glaube ich, nicht, oder? Sehr gut. Sortieren wir mal direkt hier Erde rein. Hier kommt Gestein rein. Da lassen wir Holz drin. Stein, 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 Stein. Sand ist auch ein Gestein. Das vergiftet mich, ne? You may not rest, ne? Ja, interessiert mich auch nicht. Sagt das auch? Kann ich das sehen? I, ne? Nee, konnte man nicht irgendwo sehen, was man da jetzt hat? Komisch, ich dachte, man könnte sehen, was für ein Debuff man hat. Dabei. Das ist mir zu lang. Aus irgendeinem Grund will mein Charakter nicht springen. Einmal sortieren, dann machen wir auch wieder Pause. Ich habe noch zu viel zu tun heute. So. Erstmal hier hin. Die Öfen packen wir mal direkt daneben. So. Dann. Wie ging das denn noch? Das sind doch Iron Nuggets. Yes. Nochmal. Was ist das denn? Soul Campfire? Soul Set, okay. Euch wollte ich. Iron Nuggets, Torch. So. Ich brauche mehr Iron Nuggets. Vielleicht sind die schön. Und Eisen habe ich ja erstmal genug, würde ich sagen. Ja, machen wir das sollte aber reichen, oder? Beziehungsweise glaube ich eher nicht sogar. Machen wir noch einen Stack. Oder? Ja, das sollte glaube ich reichen. So. Na.
man nichts Mensch denn, ne? Ja. So. Dann. Lass mal Eisenerz und russische Rohstoffe. Sandieren, das dahin. Hätte ich noch 10 Eisen? Ich nicht mal wesentlich mehr davon. Noch eine kleine Kiste. Das. Passt. Na, was ist das? Hä? So. Das ist keine Auto. Sortierfunktion genervt. Eieiei, das wird noch was, das wird noch was, das wird noch was. Kohle brauchst du auch immer, kommt hier hin. Jetzt mal das alles da raus. Nahrungszeug packen wir links hin. Nahrung. So. Kakaosamen ist, glaube ich, auch Nahrung. Holz. Bambus ist auch Holz, auch wenn ich nicht weiß, was ich daraus machen kann. Das zack, zack, zack. Erstmal sortieren wir das einfach nur so grob. Nichts Besonderes, weil ich eh nicht weiß, was ich wie sortieren muss hier. Hinterher macht man für jede Art eine einzelne Truhe. Auch noch erstmal alles da rein. Glas habe ich noch im Inventar. So, das ist, glaube, das ist auch irgendeine Art von Erz. Ich muss mal hier rein. Das kannst du auch hier rein. So, machen wir erstmal so. Hier irgendwelche Müllwerkzeuge. Schmeiß den Scheiß mal weg. So, geplant ist. Hatte ich nicht Katzen gesehen? Beziehungsweise, das Haus ist halt immer noch nicht wirklich fertig. Eigentlich müsste man das Haus fertig machen, bevor man jetzt irgendwas anderes noch groß angeht. Das Rattenfleisch hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich würde sagen, wir sammeln noch ein paar Holzbäume, Dinger. Pressure Plates hatte ich doch gebaut, oder nicht? Fällt mir, da bräuchte ich eigentlich noch zwei mehr von. Weiß nicht, ich habe mal nur einen, er hat ein Auto, hast du einen rausbekommen. Gingen die auch auf Stein? Ich habe gar keinen Stein mehr, ist auch egal jetzt.
war mal kurz Stein. Ich weiß nicht, ob die aus Stein gingen. Ich glaube eigentlich nicht. Aber man kann es ja mal probieren. Da, dumm, da, dumm. Ne, ging nämlich nicht, ne? Nee. So. Zack, zack. Du bist erstmal ein ziemlich hässlicher Baum. So einen hässlichen Baum möchte ich nicht in meiner Umgebung haben. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Holz noch. Was sind das alles für hässliche Bäume hier eigentlich? Boah, einen Block kann ich nicht reinpassen. Mann! Oder niemals. Ich glaube, es ist möglich, aber ich bin in diesem Jumpen absolut nicht drin. Und es ist wieder dunkel. Aber jetzt haben wir ein Haus. Das sieht doch gut aus. Muss man hinterher noch dekorieren, richtig? Ich meine, da kommt noch. Ich bin noch nicht sicher, ob eine zweite Tasche drauf oder ob ich versuche es lassen. Ich glaube sogar, ich lasse es so, weil das besser für den Wald passt. Wenn du jetzt nicht so ein gigantisches Ding hast. Blätter eigentlich auch nachwachsen? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel verlangt von dem Spiel. Das packt er auch nicht. Mann! Das geht hundertprozentig. Ich werde das jetzt schaffen. Sage ich doch, ich schaffe das. Reicht das? Ja, reicht schon. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Was sind das für gigantische, hässliche Bäume? Das ist unglaublich. So. Wir brauchen als nächstes eine Leiter. Wie ging der Leiter? Ich meine so. Nee. So. Nee. So. Nee. So. Nee. So. So. Leiter kann man immer mal gebrauchen. So, das überlegen. Nehmen wir es so. Ich glaube, wir machen es so, dass wir auf der Ebene der Balken anfangen. Was machst du denn hier? Musst du nicht brennen eigentlich? Nerviges Viech. Das wird doch nicht reichen. Dass man immer so viele Blöcke braucht im Spiel, das ist unglaublich. So.
So, Tatsache, es hätte gereicht. Unglaublich. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wie wir das Dach machen. Das sieht irgendwie super strange aus. Ich glaube, wir brauchen fürs Dach müssen wir uns alles ein zurückziehen. Ich brauche mehr Holz. Ist mir aufgefallen. Oh, die Tina ist wach scheinbar. Da. Ignorieren wir die erstmal kurz. Hihihi. Uiuiui, das wird sie mir übel nehmen. Alles zu seiner Zeit. Tina kann warten, die ist schon groß. Geplant, keinen Hunger mehr zu haben. Jetzt kann ich nicht mehr springen. Das hier hin. Ja, ich sammle jetzt nur kurz noch 15 Minuten was in Holz. Dann machen wir Pause jetzt. Ich habe, warum war denn das, wo ich jetzt gerade drauf wollte? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich glaube hier, oder? Genau hier, und dann wollte ich mich um den da kümmern. Einmal kurz gucken. Genau. Geplant ist das Dach dann nämlich wieder ein nach hinten zu setzen. Und ein relativ spitzes Dach zu machen. Ja, zack, zack. Das ist so falsch rum. So. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Block mehr, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So. Jetzt kommt die Frage. Machen wir das so, das wird aber scheiße aus. Nee. Sehen würde. Da sieht irgendwie total behindert aus. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Mir gefallen aber auch diese Bögen nicht. Das lässt sie nämlich wieder so extrem clumpy aussehen.
Man kann die Bögen ja nehmen, aber die sollten nicht auf derselben Ebene sein. Das sieht nämlich ziemlich schäbig aus. Ja, das reicht erstmal. So das aussieht, das sieht schon besser aus. Hi. Das sieht auch wieder komisch aus. Was ist das denn? Na gut, ich mache jetzt mal Pause und überlege mir dann, wie ich das mache. Weil es sieht irgendwie strange jetzt wieder aus. Bin ich irgendwie nicht zufrieden mit. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.